Du möchtest deinen Rechner neu installieren und benötigst die Treiber für deinen Rechner. Wie du da rankommst, sofern dein Rechner noch funktionsfähig ist, das erfährst du nach dem Intro. Hallo, mein Name ist René Steyitz. Ich bin Gründer vom ERST IT-Service. Und in dieser kleinen Serie geht es um die Computer Basics. Da ich es immer wieder erlebe, dass auch erfahrene Anwender mit einfachen Sachen, wo der Computerfreak sagt, langweilig, Probleme hat, habe ich mich dazu entschlossen, diese kleine Serie zu starten. Und heute schauen wir uns das Thema Treiber einfach mal ein bisschen genauer an. Folgendes Problem. Ich möchte meinen Rechner neu installieren und der eine oder andere sagt sich, wo ist das Problem? Windows CD rein, beziehungsweise bei Windows 10 mal eben kurz im Menü reingehen und sagen, einmal neu installieren. Das ist ja schnell gemacht. Das Problem, was ich dann aber meistens habe, ist, dass Windows zwar installiert ist, aber immer noch nicht richtig funktioniert, weil mir die Treiber fehlen. Und wenn ich jetzt nicht irgendwo noch eine Treiber-CD rumliegen habe oder weiß, wie ich mir im Internet meine richtigen Treiber organisieren kann, der steht jetzt wie der Ochs vom Berg. Und damit das nicht mehr vorkommt, guck dir diesen Praxisteil einmal an. Um die Treiber möglichst einfach zu sichern, benötigen wir auch hier eine Software. Und ich zeige das jetzt mit der Software Double Driver. Und um die zu bekommen, würde ich jetzt normalerweise immer empfehlen, die Herstellerseite zu nehmen. Leider ist die Software aber nicht mehr wirklich gepflegt. Das heißt, der Hersteller, den gibt es zwar noch, aber ich kann die Software dort nicht mehr runterladen. Das soll uns aber auch nicht abhalten, denn es gibt ja noch andere Downloadportale. In meinem Fall nehme ich jetzt ship.de/downloads. Und hier kann ich denn, wenn ich auf Downloads durchsuchen gehe, einfach mal Double Driver eingeben. Und sollte jetzt auch ein passendes Suchergebnis haben. Ich habe hier eine Leertaste vergessen. Die nehmen wir dann nochmal mit. Und jetzt gibt es hier Double Driver 4.1.0. Diesen Link nehme ich hier. Wichtig ist, was ich hier wirklich darauf achte, was ich diese volle Zeile nehme und nicht das hier, weil das ist Werbung und das ist der Download, den ich haben möchte. Und hier kann ich jetzt herunterladen. Wichtig bei ship.de, bitte die manuelle Installation machen, weil ansonsten habe ich eventuell das Problem, dass ich mir eine Software herunterlade, die irgendwelche Freunde mitbringt und das wollen wir nicht. Ich gehe jetzt hier weiter auf Download Ship Server, warte eben die 3 Sekunden. Und hier öffnet sich das Installationsprogramm bzw. die Datei, die ich runterladen kann. Ich klicke hier auf OK, lege mir das Ganze auf den Desktop. Und wenn die Datei heruntergeladen ist, kann ich das Fenster erstmal schließen. Hier habe ich mein Archiv und mit der rechten Maustaste kann ich die Datei jetzt nun entpacken. Ich mache das Ganze hier jetzt mit 7-Zip. Und solltest du das nicht auf deinem Computer installiert haben, sollte er hier irgendwie was anzeigen mit Datei extrahieren. Und da habe ich dann die Möglichkeit, auch den gleichen Weg zu gehen. 7-Zip macht mir das nur ein bisschen einfacher, weil hier sage ich einfach nur entpacken nach. Und schon habe ich hier meinen Ordner, wo das Programm eingepackt wurde. Das Programm ist eine portable Version, das heißt, es muss nicht installiert werden. Es passt also auch wunderbar auf einen USB-Stick. Und wenn ich das jetzt nun hier über die Exe starte, dann bekomme ich hier mein Fenster und kann hier auch ganz einfach mitarbeiten, denn ich habe die Möglichkeit, hier mir direkt das Backup rauszusuchen oder über Restore wieder herzustellen. Das ist so das Wichtigste, was ich selber wissen muss. Und da ich ja jetzt meine Treiber sichern will, klicke ich einfach mal auf Backup und kann dann hier unten mein System scannen. Das heißt, hier wird das System, worauf das jetzt ausgeführt wird, nach Treibern durchsucht. Die habe ich hier jetzt alle gefunden. Und wir sehen,
hier ist noch nicht überall ein Haken drin. Um wirklich alles zu sichern, sollte ich zusehen, was ich auch überall in Haken reinsetze. Das könnten dann schon ein paar sein. Und wenn ich denn alle markiert habe, dann kann ich hier jetzt auf Backup Now klicken. Jetzt werde ich gefragt, wo er die Daten hinspeichern soll. Und das Ganze soll er mir auch mal eben kurz auf den Desktop packen, in den Ordner Treiber. Und ein weiterer Klick auf OK sorgt dafür, was das Ganze hier jetzt in diesem Fenster drin steht. Und hier kann ich jetzt noch sagen, wie er mir das hier fertig machen soll. Der strukturierte Ordner reicht in der Regel. Dementsprechend klicke ich hier jetzt auf OK und warte jetzt, bis er mit dem Backup abgeschlossen hat. Das kann je nach System jetzt ein paar Minuten dauern. Und hier sollte ich dann auch wirklich ganz entspannt bei bleiben, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Denn das ist ein Eingriff ins System, der doch schon ein bisschen länger braucht und hier ist ein bisschen Geduld gefragt. Wenn das Programm nun fertig ist, dann bekomme ich die Meldung, was der Vorgang erfolgreich beendet wurde, welche ich jetzt nun auch mit OK schließen kann. Und ich finde hier jetzt in meinen Ordner Treiber die ganzen Treiber, die auf den Rechner installiert wurden und habe somit die Möglichkeit, wenn ich das nächste Mal wieder mein System neu aufsetzen muss, direkt hiervon die Treiber wieder zu installieren und kann mir so den ganzen Aufwand sparen, das ganze System komplett neu aufsetzen zu müssen bzw. die ganzen Treiber mühsam aus dem Internet zusammenzusuchen. Somit kann ich mir eine ganze Menge Arbeit sparen, wenn ich das System neu aufsetze und das ist ein Tool, was kaum bekannt ist. DoubleDriver. Das Programm wird zwar schon seit längerer Zeit nicht mehr weiterentwickelt, funktioniert aber unter Windows 10 genauso wie damals, wo ich es kennengelernt habe, unter Windows XP. Und schon kann ich mir sehr viel Arbeit sparen, wenn ich einen Rechner neu aufsetzen muss. Wenn dir dieser Tipp geholfen hat, gerne den Daumen nach oben. Den Link zu dem Programm packe ich hier unten auch nochmal in die Videobeschreibung. Und sofern du es noch nicht gemacht hast, kannst du auch gleich in der Endcard, etwa in dem Bereich, dieses Video abonnieren. Solltest du deinen Rechner neu installiert haben und nichts geht mehr und du möchtest, dass jemand Professionelles sich das mal anschaut, dann hast du auch die Möglichkeit, mich hier direkt zu kontaktieren. Einmal entweder per Telefon oder per E-Mail. Ich gucke mir das gerne an und ich bin mir sicher, dass wir uns einig werden, dass auch du wieder vernünftig am Computer arbeiten kannst.